Also mein Name ist Urs Kreutmann, ich bin hier der Förster und Betriebsleiter vom Forst- und Werkbetrieb Embrach. Ich betreue 467 Hektar Gemeindewald und 47 Hektar Privatwald. Wir haben einen sehr grossen Anteil an Laubholz und Nadelholz, wo nicht in bester Qualität ist, Astigkeit und so. Und dazu, um das Holz zu vermarkten, bietet sich da die Wärmeverbünde, die jetzt da schon länger im Betrieb sind und am Entstehen sind, eine gute Möglichkeit, um das Holz abzusetzen. Die grosse Problematik vom Holzmarkt ist ja, dass wir die schlechten Sortimente, in Anführungszeichen schlecht, nicht können, losbringen. Es türmen sich langsam auch vor den Gemeinden aussen die Berge vom Käferholz. Und dazu sind die Wärmeverbünde für mich eine ideale Möglichkeit. Die grossen Ausbaustandards, die jetzt erreicht worden sind mit dem Embrach Nordau, gibt mir die Möglichkeit, praktisch 100% schon auszunutzen aus meinem Wald, um dieses Sortiment loszubringen. Da wäre ich auch beneidet von Kollegen, dass wir jetzt hier so eine feudale Lage haben, mit den Dimensionen, die hier jetzt entstanden sind. Ich habe jetzt die Möglichkeit, das Holz, auch das Backenkäferholz, das in den letzten 2-3 Jahren massiv angefallen ist, das nicht mehr weggegangen ist, haben wir jetzt vor dem Dorf aufgeschichtet und ist bereit, um nachher in dieser Heizung zu verbrennen. Und es ist so, dass wir jetzt unseren Wald eben praktisch zu 100% können nutzen können und gleichzeitig, damit man auch genug hat, um diese Wünsche zu erfüllen, tun wir mit den Nachbargemeinden im engsten Kreis ringelum, Embrachertal, die gehören zu unseren Lieferanten und auch unseren Unternehmer, der die Schnitzel herstellt, gibt uns eine Garantie ab, dass wir jederzeit genug haben. Es gibt auch noch die Möglichkeit, Sägereiabfälle zu erschliessen, Gartenbaubetrieb und so weiter. Also wir sind hier am Zusammenstellen und es hat ganz sicher genug Energiematerial da, um die Heizungen zu futtern. Wenn man von 100% Ausnutzung redet, dann heisst das nicht, dass 100% in die Schnitzelheizung geht, aber wir werden sicher den Anteil Nutzholz auf ein Minimum runterfahren. Das heisst, dass wir nur die ganz schönen Stücke noch auf den Holzmarkt bringen und den Rest als Energieholz nutzen. Da kommt dann auch immer die Frage, ja, ist das sinnvoll, dass man Holz, wo man Bretter produzieren kann, oder etwas in eine Schnitzelheizung tut. Ich sage mir, wenn wir hier für die Embracher Bevölkerung, für die Gemeinde, den Rohstoff nutzen, der nachwächst vor den Haustüren, dann machen wir einen grossen Beitrag an die Ökologie, indem die Transportwege von dem Holz in die Heizung von 2-3 Kilometern ökologisch sehr sinnvoll sind. Und auch finanziell macht sich das für uns bestens, schließt das ab, indem wir einfach viel, viel weniger Holzerntekosten haben, wenn wir Energieholz produzieren können. Also da müssen wir nicht ein schlechtes Gewissen haben und ich denke, wir tun einen grossen Dienst auch für die Ökologie und für die Embracher Bevölkerung und müssen uns für das nicht verstecken.